Stellen Sie sich eine Spiele-Website vor, die so schlecht und deren Chefredakteur so niederträchtig ist, dass selbst die eigenen Mitarbeiter sie verabscheuen und jede Gelegenheit nutzen, um sich für ihre miserable Behandlung zu rächen. Das ist die bizarre Geschichte von Brash Games. Aber mal ganz unter uns, darum soll's heute eigentlich gar nicht gehen. Ich brauchte nur irgendeinen Vorwand, um über Webseiten reden zu können. Genauer gesagt die, für die ich arbeite, GameStar.de. Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Knechtschaft wir hier ertragen müssen. Ah, Mittagessen. Was sehe ich denn da? Heiko, es gibt doch eine ganz klare Dienstanweisung und fünffache Ausfertigung, das Schokoriegel nur für Chefredakteure. Aber Heiko, du hast so viel und ich habe so wenig. Das ist alles, was ich heute... Nein! Nein, Heiko! Bitte! Nein! Komischer Einstieg für ein offizielles GameStar-Video, oder? Dann haben Sie jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, wie es den Lesern von Brash Games ergangen sein muss. Dort erschien vor kurzem ein Spieletest zu Pac-Man 256, in dem es bei näherem Lesen so gar nicht um das eigentliche Spiel ging. Das Spiel nutzt dezente Techno-Beats, schreibt Autor Ben McCarry da etwa. Und wo wir gerade bei Nutzen sind, Brash Games hat naive junge Autoren ausgenutzt und sie ohne Bezahlung schuften lassen, weil es ja tolle Publicity für sie sei, auf Brash Games veröffentlicht zu werden. Der ganze Test war eine als Spieleartikel getarnte, eiskalte Abrechnung mit dem Chefredakteur Paul Ryan. Nicht nur, dass der jungen Autoren kein Geld zahle, er streiche auch komplett ihren Namen aus all ihren Artikeln, wenn sie Brash Games verließen, und mache so die ach so tolle Publicity komplett wertlos. Wie zum Geier konnte so ein Artikel überhaupt offiziell auf Brash Games erscheinen? Naja, anscheinend kümmerte sich Ryan nicht so sehr darum, die Artikel seiner Autoren auch mal zu lesen oder ihnen gar sowas wie Feedback zu geben. Nur die Bewertungen, die veränderte Brash Games gerne mal auf eigene Faust. Auch nachdem der Artikel schon erschienen war und sogar gegen den Willen der Autoren, wenn sie zu weit vom Metacritic-Durchschnitt abwichen. Andere Schreiber hatten auf Twitter schon davor immer wieder ähnliche Anschuldigungen erhoben. Und der Metacritic-Konkurrent OpenCritic startete daraufhin eine Ermittlung, die so einige zwielichtige Machenschaften zutage förderte. Nicht nur, dass jede Menge Ex-Mitarbeiter bestätigten, dass Brash Games immer wieder Wertungen veränderte und die Namen von Autoren aus Artikeln strich, nein, Brash verschickte auch gern mal gefälschte Dokumente, um anderen Seiten zu drohen, und sperrte die IP-Adressen der OpenCritic-Ermittler, als es ihnen zu brenzlig wurde. Was natürlich nichts gebracht hat. Paul Ryan ist bei seinen Ex-Mitarbeitern so verhasst, dass sich OpenCritic kaum retten konnte, so bereitwillig packten die eine Horrorgeschichte nach der anderen aus. Aber das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Den YouTuber CuriousTV machte noch eine ganz andere Sache bei Brash Games stutzig. Denn Paul Ryan hatte gegenüber OpenCritic behauptet, die Seite ohne jede Werbung komplett selbst zu finanzieren. Aber dann waren da 13 Seiten voller Artikel über Online-Glücksspiel. Manche davon drehten sich einfach gerade heraus um Glücksspielthemen. Bei anderen fragte man sich aber auf den ersten Blick, was die in dieser Kategorie überhaupt zu suchen hatten. Zum Beispiel dieser Artikel über PC-Spiele, die niemand verpassen sollte. Overwatch steht da drin, klar, wieso nicht? Und Alien Isolation. Und Monopoly Roulette Tycoon? Der perfekte Einstieg in die Glücksspielszene sei das. Und wir können direkt von zu Hause oder auf dem Weg zur Arbeit wetten. Und Brash Games linkt freundlicherweise direkt zu Mr. Smith Casino, einem Echtgeld-Glücksspielschuppen, wo wir jede Menge Spiele direkt zocken können. Toller Service! Kirioffs naheliegende Schlussfolgerung, das sieht stark nach bezahlten Werbeartikeln aus, die einfach nur nicht als solche gekennzeichnet wurden. It's starting to look like these are paid for articles, which are not being disclosed as such. Der Kritiker Jim Sterling machte die Probe aufs Exempel. Obwohl er grundsätzlich keine Werbung schaltet, hatte er schon eine ganze Reihe an Sponsoring-Anfragen für Glücksspiel-Websites bekommen. Also nahm er testweise einfach mal eine an, um zu sehen, wie das so abläuft. Die Anforderungen sind regelrecht bizarr. Es geht den Websites nur darum, einen Link zu ihren Glücksspielen in einem Artikel zu platzieren, weil das ihre Prominenz bei Google erhöht.
Was sonst im Artikel steht, ist völlig egal. Ganz ähnlich also wie in diesem absurden Brash-Artikel. Gears of War kommt bald raus, also warum nicht die Zeit bis dahin mit einer Runde Bingo für einen Fünfer totschlagen? Wichtig sei nur, dass niemand das Ganze als Sponsored Story erkennt und es nach ehrlicher Meinung aussieht. Also am besten noch ein paar andere Links zur Maskierung rein. Dafür würde Sterling stolze $100 bekommen. Er war sich sicher, dass die Glücksspielgeschichten auf Brash Games genau so zustande gekommen waren. Denn angeblich hatte die Agentur schon 5000 solcher Deals in den letzten 2 Jahren abgeschlossen. Und er fand andere Beispiele dafür auf mehreren weiteren kleinen bis mittelgroßen Seiten. Aber wie ging Brash Games denn nun mit all diesen Anschuldigungen um? Na, alles vertuschen natürlich. Das klappt im Internet bekanntlich immer. Paul Ryan beantragte, dass Brash Games bei OpenCritic nicht mehr geführt wird und selbst im Internetarchiv der Wayback Machine kann man die Seite nicht mehr finden. Blöd nur, dass OpenCritic sein eigenes Archiv hatte und bei archive.is findet man ebenso noch einiges. Das hielt Brash aber nicht davon ab, kompromittierende Seiten verzweifelt immer wieder zu editieren oder einfach direkt zu löschen. Zum Beispiel, ursprünglich stand Paul Ryan als Urheber auf der Seite. Und dann war es plötzlich ein gewisser David James. Das ist der Typ, der all diese Glücksspielartikel geschrieben hat und sonst überhaupt nichts. Zumal niemand irgendwas anderes zu David James im Netz finden konnte, außer Bildern des berühmten Fußballers mit dem gleichen Namen. Geschweige denn den geringsten Beweis, dass sich Paul Ryan den Kerl nicht einfach ausgedacht hat. Und inzwischen listet die Seite nur noch Brash Games und weitere Schlüsselpersonen als Urheber. Clever, so kann ja niemand mehr schuld sein. Ach ja, und die Glücksspielartikel von David James? Spurlos verschwunden. Also so spurlos, wie man im Internet halt verschwinden kann. Kurzfristig sah es sogar so aus, als hätte Brash Games komplett das Handtuch geworfen und stünde zum Verkauf. Aber dann schlug das Imperium zurück und Paul Ryan posaunte ein Statement in die Welt hinaus, das all seinen Kritikern zeigen sollte, wo der Hammer hängt. Wobei das eigentlich ganz gut losging. Er entschuldigte sich dafür, dass die Namen alter Autoren nicht mehr in ihren Artikeln auftauchten und gelobte Besserung. Und führte dann eine ganze Wagenladung absurder Verschwörungstheorien ins Feld. Ein finsteres Konglomerat aus OpenCritic, anderen Spielewebsites und Ex-Mitarbeitern habe sich gegen ihn verbrüdert, um Aufmerksamkeit und Gratis-Spiele-Testmuster auf seine Kosten abzustauben. Und das nur, weil er als armer Rollstuhlfahrer ein einfaches Lamm für die Schlachtbank sei. Dem Autor des Pac-Man-Reviews, Ben McCary, legte er gar ein Zitat wie von einem Comic-Superschurken in den Mund. Ich wusste, dass Paul wegen seiner Behinderung und seiner schweren Medizin um 10 schon im Bett sein würde. Also habe ich den Test extra so veröffentlicht, dass er ihn erst am nächsten Tag sehen würde. Too easy! Played you like a violin and cut your strings. Teuflischer Plan. Nur Beweise, dass McCary das tatsächlich gesagt hatte, die blieb Paul Ryan schuldig, was inzwischen niemanden mehr überraschen dürfte. Dafür machte er klar, was er von seinen eigenen Mitarbeitern hält. Die Schreiber von heute seien einfach nicht mehr bereit, eine anständige Schicht Arbeit einzulegen. Für sie sei es völlig in Ordnung, ein paar Stunden zu zocken, eine Runde zu kiffen und dann einen 400-Wörter-Test hinzurotzen. Hatte ich schon erwähnt, dass Ryan die Mitarbeiter nicht bezahlt, deren Arbeitsmoral er hier anprangert? Hab ich, oder? Und während er immer wieder selbst betonte, dass er ein armes, krankes, rollstuhlfahrendes Opfer sei, hatte er keine Probleme damit, die geistigen Krankheiten seiner Ex-Mitarbeiter auszuplaudern und sie für ihre angeblich schlechten Leistungen verantwortlich zu machen. Nur dass es in England, wo Brash operiert, illegal ist, solche Informationen einfach zu veröffentlichen. Vielleicht ist das der Grund, warum das Statement inzwischen auch wieder gelöscht wurde. Das erhoffte Mitleid hat Paul Ryan jedenfalls nicht dafür bekommen. Möglicherweise, weil er laut Jim Sterlings Quellen noch viel länger als gedacht seine Mitarbeiter wie Dreck behandelt hatte. Seine vorige Website Ace Games war anscheinend keinen Deut besser als Brash. Aber jetzt, wo die ganze Welt Bescheid weiß, geht er mit seinen Geschäftspraktiken hoffentlich schnellstmöglich unter. No, I'm afraid it isn't. So, off you go. Nice to do business with you.
Kaffee mehr.